Hallo ihr Lieben, ich möchte das allererst vorstellen. Mein Name ist Susanne Riedelsheimer, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin 36 Jahre alt, bin glücklich verheiratet und gemeinsam mit meinem Mann haben wir drei richtig coole Kids im Alter von 17, 14 und fast 2 Jahren. Ja, ich bin seit einiger Zeit begeisterte Wellness-Botschafterin von doTERRA und gleichzeitig auch Coach und Mentor. Und mir macht es einfach wahnsinnig viel Freude, wenn ich Menschen unterstützen kann, in ihre eigene Kraft zu kommen, ihre eigene Herzensqualität zu fühlen und wirklich ihr eigenes Potenzial zu leben. Und die ätherischen Öle von doTERRA sind da wirklich wunderbare Begleiter und Unterstützer. Ich möchte euch heute gerne mal ein Öl vorstellen, und zwar wäre das Lavendelöl. Ich habe es schon mal vorbereitet, das steht hier vor mir und ich mache jetzt direkt mal einen Tropfen auf meine Handfläche drauf. So, und was ich gerne mal mache, das kann ich euch da gleich mal zeigen oder vorführen, wie immer, dass ich das Öl ganz leicht in der Hand abreibe und dann einfach mal dran rieche. Das werde ich jetzt einmal machen, ich zeige euch das mal, wie ich das gerne mache. Und zwar atme ich 5 Sekunden lang ein, also tief ein, halt kurz die Luft durch und atme dann wieder aus. So, und das Ganze wird sich empfehlen, oder empfehle ich gerne immer, wenn ihr das 5 für 5 Sekunden macht, ja? Beispielsweise mit dem Lavendel. Wenn ihr das Ganze mit dem Lavendel macht, möchte ich jetzt auch gleich ein bisschen was von der Wirkung des Lavendels zeigen oder erzählen, besser gesagt. Lavendel ist ein Öl, das was eine sehr beruhigende Wirkung hat. Das heißt, es unterstützt uns, nachts einfach zur Ruhe zu kommen und in einen gesunden und erholsamen Schlaf zu kommen. Oftmals sind wir ja einfach vom Tag ein bisschen gestresst. Wir haben 1000 Gedanken, die sich im Kopf noch kreisen. Wir haben manchmal Angst vor der Zukunft oder es sind so viele Dinge aus der Vergangenheit, die uns da beschäftigen. Und ein Zeichen, wenn Menschen nicht gescheit schlafen können oder nicht gut in den erholsamen Schlaf kommen, ist es einfach oft ein Zeichen, dass wir wirklich nur so viele Sachen im Kopf haben, egal ob uns die Vergangenheit betreffen oder die Zukunft betreffen. Und ich finde, Lavendel ist da ein wunderbares Öl, was uns so einfach super gut unterstützen kann, die Gedanken für einen Moment loszulassen und da besser in unsere Ruhe zu kommen, um somit dann eben einen gesunden und einen erholsamen Schlaf zu finden, zu haben, wie immer. Gleichzeitig ist Lavendel ein Öl, auf emotionaler Ebene auch das, was, also es ist, man sagt, es ist das Öl der Kommunikation. Das heißt, es unterstützt uns auch in unserer Sprache, ja, in unserer Kommunikation. Und da gibt es ganz viele verschiedene Arten. Was ist Kommunikation denn eigentlich? Gell? Das stellt sich mir die erste Frage. Natürlich ist es ist Kommunikation, wo ich vielleicht mich selber ausdrücken darf, ja, wo ich meine eigenen Gedanken, meine eigenen Gefühle mitteilen darf. Und genau in so einem Prozess unterstützt uns auch Lavendel, wirklich zu sprechen, was uns denn eigentlich bedrückt. Natürlich aber auch für Situationen, Gespräche, die anstehen, ja, sei es mit dem Partner, mit den Kindern, im Berufsleben, mit Freunden. Es unterstützt uns in der Sprache, die richtigen Worte zu finden für die richtigen Momente letztendlich. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von Chakren gehört habt. Es gibt hier, also man hat gewisse Chakren, das sind Energiezentren, unter anderem haben wir hier das Halschakra und das ist auch der Sitz unserer Kommunikation. Ja? Also das hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Und ich empfehle da gerne mal ein Trägeröl aufzutragen, wie beispielsweise von doTERRA, das fraktionierte Kokosöl oder Mandelöl zum Beispiel, das hier aufzutragen und dann einen Tropfen von dem Lavendel mit drauf zu tun und dann einfach mal wirken lassen, ja, und schauen, was macht es mit dir. Und wenn du wer bist, der vielleicht sehr schüchtern ist in der Kommunikation, ja, sei es jetzt im Intimen oder in kleinen Familienkreis oder in vor größeren Menschenmengen oder wie auch immer, ja, dann probieren wir das eine gewisse Zeit auf den Halschakra, auf den Hals aufzutragen und schauen wir, was es mit dir macht. Also da kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Ja, außerdem ist Lavendel ein Öl, das was unsere Hautgesundheit auch sehr unterstützt. Das heißt,
wenn ihr euch mal irgendwie ein bisschen in den Finger geschnappt, so wie ich hier zum Beispiel, ja, dann wäre das ein Grund, einfach mal zu versuchen, Lavendel drauf zu machen oder auch bei einer Brandblase, ja, einfach Lavendel pur drauf machen. Bei solchen Geschichten geht das ganz gut, weil du musst einfach auch lokal wirken und möglicherweise fördert das einfach auch deine Wundheilung. Also ich habe da wirklich ganz, ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht damit. Auch bei den Kids, wenn sie sich mir anhauen. Der Lukas, unser Kleiner eben, der fast Zweijährige, der ja, hat eine Zeit gehabt, jetzt ist gerade schon wieder ein bisschen besser, aber der ist ja ständig irgendwo angeeckt, gell, an jedem Eck, an jedem Tischbein und so weiter und hat ständig irgendwie einen blauen Fleck gehabt und wir haben dann gleich mal Lavendel drauf gemacht, das machen wir heute noch so. Und ja, also ich bin echt der Überzeugung, das tut ihm richtig, richtig, richtig gut. Und er fragt da immer danach, also immer wenn es weh wird, er kommt, und Kugeln, das wären dann die Globulis, also das sind so Lukas seine zwei Begleiter, die ihn da wirklich dann recht gut, ja, sowohl auch emotional, ja, also manchmal ist es ja echt der Schock, was da passiert, ja, wenn sie wieder unerwartet irgendwo hinknallen und also auch da auf emotionaler Ebene einfach eine wunderbare Unterstützung. Ja, aber dem Kleinen finde ich, ist Lavendel übrigens auch Öl, wo man sehr gut bei den Kitzekleinen Asche verwenden kann. Allerdings möchte ich da jeden immer so ein bisschen in die Eigenverantwortlichkeit, also egal ob bei den Kindern oder bei den Erwachsenen. Ja, es ist immer ganz wichtig, auch das Bauchgefühl zum Herrn und einfach auch zu sagen, okay, fühlt sich das jetzt stimmig für mich oder nicht. Und der Lukas hat als kleines Baby schon ziemlich, immer wenn es notwendig ist, ja, wenn ich das Gefühl habe, er ist sehr unruhig oder finde ich mich richtig in den Schlaf, ja, dann habe ich ihm immer gern schon Lavendel mit auf die Fußsohlen aufgetragen und das hat er immer total gern gemütet. Ja, ihr Lieben, so viel halt mal zu Lavendel und ich möchte euch gern einladen. Ich habe immer mal wieder, also oder sehr regelmäßig sogar auch WhatsApp-Infopartys, wo ich euch näher erzähle, wo ich näher darauf eingehe, was sind denn eigentlich ätherische Öle, wie werden sie gewonnen, wie werden sie hergestellt, ja, also ja, wie werden sie gewonnen, wie werden sie hergestellt, ist dasselbe, wie kann ich es anwenden, welche Anwendungsmöglichkeiten habe ich denn eigentlich? Und und natürlich auch, also da stelle ich dann gerne immer die 10 Top-Öle vor, die meiner Meinung nach jeder mit daheim haben sollte. Und da dürft ihr euch gern jederzeit informieren. Fragt mich einfach, wann die nächste Gruppe stattfindet. Ich schicke euch dann gern den Link. Sowohl WhatsApp, Telegram werde ich starten. Und über Zoom mache ich immer wieder regelmäßig, spätestens alle 2 Wochen, Einführungsworkshops. Und ihr dürft einfach gerne auf mich zukommen, mich kontaktieren, entweder unter susanne@herzöffnerzentrum.de oder ihr schreibt es mir einfach hier in den Chat dann mit rein, schreibt es mir persönliche Nachricht, wie auch immer. Und dann kriegt ihr dementsprechend die Infos zu. Dann möchte ich euch gerne noch mitteilen, dass es immer gut ist, wenn ihr vorhabt, euch die Öle von doTERRA zuzulegen. Sucht euch immer einen Berater eures Vertrauens, ja, egal ob das jetzt ich bin oder ob das auch Kollegen von mir sind. Aber ich habe einfach jetzt schon in letzter Zeit so oft mitgekriegt, dass manche kriegen dann irgendwie mit von den Ölen, ja, von wie man immer, und registrieren sich dann irgendwo im Internet und haben dann letztendlich vielleicht irgendeinen Berater, den sie gar nicht kennen, wo sie keinen Bezug mit dazu haben. Und darum würde ich immer erraten, schaut, wer ist der Berater eures Vertrauens, ja, wo sie wirklich euch auch aufgehoben fühlt, weil ich denke oder finde, gerade mit den Ölen, die sollen dann nicht einfach nur davon rumstehen, sondern ihr sollt einfach wissen, was man damit macht. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, ja, sich da wirklich auch, bevor ihr euch irgendwo ein doTERRA-Konto zulegt, einfach auch so dem Berater eures Vertrauens zu gehen. Und natürlich freue ich mich, wenn ich diejenige sein darf. Okidoki, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich total, wenn wir voneinander hören. So, jetzt suche ich den Ausgang da wieder. So, und schon gefunden.